In diesem Teil der Vorlesung werden wir noch so ein bisschen motivieren, was das Ganze soll, was Retrieval eigentlich ist, was Suche für uns als Menschen bedeutet, in welchen Szenarien wir das finden, also wo stehen wir Retrieval-Problemen gegenüber, was sind so die Begrifflichkeiten, die man kennen sollte, wenn man über Information Retrieval spricht, ein Begriff beispielsweise der der Information, wie grenzt sich das Gebiet des Information Retrieval von verwandten Gebieten in der Informatik ab und was ist eigentlich der historische Hintergrund? Wie hat sich das Denken über Suche eigentlich entwickelt? Und wie ist über die Jahrzehnte, Achtung, Spoiler-Alarm, Retrieval gibt es seit 70 Jahren oder den Begriff gibt es seit 70 Jahren, wie hat sich über die Jahrzehnte die Technologie entwickelt? Wann wurden welche Ideen im Prinzip ins Spiel gebracht? Und wenn wir diese Einordnung dann haben, versteht man ein bisschen besser, was Retrieval als Problem ist und was es da an Standardansätzen seit wann eigentlich gibt, um uns dann in dem nächsten Abschnitt der Vorlesung damit zu beschäftigen, wie eigentlich so eine Suchmaschine aufgebaut ist. Und dann haben wir im Prinzip alle Begrifflichkeiten gehört, haben so einen Überblick, wie so Suchmaschinen aufgebaut sein sollen und können dann ein bisschen tiefer in die Details einsteigen. Fangen wir aber erstmal damit an, was eigentlich Information Retrieval sein soll. Und wenn man das vielleicht auf den Bierdeckel schreiben wollte, ein bisschen überspitzt, ich habe hier nur eine halbe Folie, dann machen wir es einfach mal auf eine halbe Folie und fragen uns, was ist das Retrieval-Problem an sich? High Level, sehr abstrakt. Naja, grundsätzlich ist es so, wenn man an sowas wie Websuche oder Suche überhaupt denkt, man hat Milliarden von Dokumenten, Texte, Bilder, Audiodateien, Videos, vielleicht irgendwelche Messwerte, in denen man sucht, Simulationsdaten, in denen man suchen möchte. Und das ist im Prinzip die Grundgesamtheit der Daten, in denen gesucht werden soll. Wichtig, es sind sehr viele. Also es ist im Prinzip große Datensammlung. Als Mensch möchte man darin suchen. Als Mensch ist man aber meistens nicht so gut darin auszudrücken, was man eigentlich möchte. Also man hat irgendwie so ein Informationsbedürfnis. Manchmal weiß man gar nicht richtig, was das eigentlich ist. Oft ist es ein sehr komplexes Informationsbedürfnis. Wenn man ja jetzt aber sucht, drückt man das meistens sehr unterkomplex aus. Viele Suchanfragen haben tatsächlich nur 1 bis 3 Wörter. Und jetzt ist klar, wenn ich nur 1 bis 3 Wörter angebe, aber ein sehr komplexes Informationsbedürfnis damit denke ausgedrückt zu haben, habe ich es als Suchmaschine auf der anderen Seite sehr schwer. Ich muss irgendwie erraten, was der Nutzer eigentlich wollte aus den 3 Wörtern, 1 bis 3 Wörtern, die er mir hingeschmissen hat. Manchmal denken Menschen, okay, ich mache nicht diesen Telegram-basierten Stil, vielleicht gebe ich eine ganze Frage an. Auch das ist nicht unbedingt viel leichter für die Suchmaschine zu handhaben, weil auch dann die eigentliche Suchanfrage oft noch sehr vage sein kann. Der Nutzer weiß ja vielleicht gar nicht genau, was er sucht, benutzt das falsche Vokabular, selbst wenn er eine längere Anfrage gestellt hat. Also als Suchmaschine hat man im Prinzip immer das Problem, dass man erraten können muss, was der Nutzer eigentlich will, aus seiner sehr vagen Beschreibung. Und das nächste Problem, was man als Suchmaschine hat, neben, es ist eine große Datensammlung, die man überhaupt vorhalten muss, das Informationsbedürfnis wird meistens nur sehr vage ausgedrückt. Das nächste Problem, was man hat, ist, das, was dann gut zum Informationsbedürfnis passt, also die guten Antworten, die gibt es gar nicht so oft. Meistens nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil dieser riesigen Sammlung von Daten, die man eigentlich durchsuchbar vorhält als Suchmaschine. Meistens ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil tatsächlich relevant für eine spezielle Anfrage eines Nutzers. Und so eine extreme Klassenimbalance ist immer ein schwieriges Problem. Ja, und das eigentliche Problem des Information Retrieval ist dann gegeben, so eine riesige Sammlung von Dokumenten, vage Anfragen, diese extreme Klassenimbalance. Jetzt soll man noch innerhalb von Sekundenbruchteilen natürlich die besten Dokumente zurückliefern. Sekundenbruchteile deswegen, weil im Prinzip Menschen sehr schnell sehr ungeduldig werden können, auch wenn sie das nur unbewusst merken. Es gibt Studien, die sagen, wenn eine Suchmaschine statt 400 Millisekunden 450 Millisekunden einfach künstlich 50 Millisekunden noch dazu wartet, sind die Menschen, die die benutzen, unbewusst unzufriedener und tendieren dazu, einfach mal das Retrieval-System, die Suchmaschine zu wechseln. Also sollte man tunlichst als Suchmaschine möglichst schnell antworten. Das heißt, innerhalb von Millisekunden, Sekundenbruchteilen, möchte man die Ergebnisse haben. Viel länger als 400 Millisekunden hat man wirklich nicht. Ansonsten sind die Nutzer einfach von anderen Suchmaschinen Schnelleres gewohnt und denken, ah, vielleicht wechsle ich mal. Das möchte man nicht. Also im Prinzip, das ist das Problem des Information Retrieval. Riesige Textsammlungen. Menschen sind sehr schlecht darin, ihre Informationsbedürfnisse auszudrücken. Es gibt meistens nicht sehr viel Zeug, was gut zu so einem Informationsbedürfnis passt. Und das soll man innerhalb von Sekundenbruchteilen finden.
ganz grob das Problem des Information Retrieval dargestellt. Wo taucht das jetzt überall auf? Naja, wenn man als Mensch irgendwie so ein Informationsbedürfnis hat, formuliert man das vielleicht intern so ein bisschen so als Frage und beispielsweise so eine Frage wie, wie kann man eigentlich feststellen, ob Maschinen intelligent sind, wie kann man das testen, dann würde man als Mensch vielleicht diese Frage stellen oder man würde sie als Anfrage formulieren, vielleicht kriegt man das hin und hat so eine Frage wie Computer Intelligence Test, würde man in so eine Suchbox vielleicht eingeben bei einer Suchmaschine und was man erwartet ist, dass sowas zurückkommt, irgendwie ein Ranking von Dokumenten und beispielsweise, dass die Maschine eben verstanden hat, dass ich nach dem Turing-Test suche oder dass der eine Antwort darauf wäre. Das ist so ein klassisches Websuche-Szenario, in dem Retrieval heutzutage ganz, ganz wichtig ist. Daneben vielleicht noch sowas wie Suche in E-Mails oder Suche in Firmennetzwerkdaten. Aber so Websuche ist eins der klassischsten Retrieval-Probleme an sich, wo man eben auch genau diese Milliarden Dokumente, vage Anfragen der Nutzer und extrem schnelle Reaktionszeiten von der Suchmaschine hat. Und am Ende eben, wenn man so eine Anfrage hat wie Computer Intelligence Test, da gibt es vielleicht ein paar tausend, paar hunderttausend Dokumente, die irgendwie dazu passen, aber eben nicht Milliarden, sondern nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil des eigentlichen Webs ist das, was mir jetzt hier helfen würde als Mensch. Und das ist genau das Problem des Information Retrievals, wenn man es so auf eine halbe oder ganze Folie ausdrücken möchte. Was sind Beispiele, außer Computer Intelligence Test zu recherchieren, in denen man Information Retrieval Probleme findet? Naja, wir schauen uns einfach mal ein paar an. So sollten auch ein bisschen motivierende Beispiele dazu sein, was es in der Vorlesung dann später vielleicht alles noch zum Kennenlernen gibt. Und da nebenbei stellen wir noch ein paar von den Suchmaschinen vor, die vielleicht im täglichen Bedarf oder im täglichen Gebrauch ganz nützlich wären. Was würde man machen, wenn man alles über Information Retrieval lernen möchte? Richtige Antwort ist natürlich, Sie kommen zu mir in die Vorlesung und hören sich die Vorlesung an. Andere Antwort könnte natürlich sein, man fragt die Suchmaschine des Vertrauens. Ich wage mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, eine von den beiden ist es wahrscheinlich bei den meisten von Ihnen. Vielleicht könnte es noch DuckDuckGo sein, kommt auf ein paar anderen späteren Beispielfolien. Und was man machen könnte, ist, dass man sagt, okay, wir suchen jetzt einfach mal nach Texten, also nach Dokumenten, in denen Information und Retrieval vorkommen und schreiben also Information Retrieval in die Suchbox von Google oder Bing. Und jetzt bekommt man eine Antwort, haben Sie natürlich alle schon mal probiert, im Web zu machen. Und die Antwort sieht meistens so aus, dass man eine gerankte Liste von solchen blauen Links, 10 Blue Links, also man hat meistens 10 auf der ersten Seite bei den Suchmaschinen, sortiert hat. Und die Suchmaschine ist also der Meinung, der beste Treffer für meine Anfrage wäre jetzt dieses hier. Interessanterweise scheint es wirklich ein guter Treffer zu sein. Google und Bing sind sich also ziemlich einig, dass die Wikipedia-Seite wahrscheinlich das ist, was ich haben möchte. Und danach geht es ein bisschen unterschiedlich weiter. Wenn man sich so ein bisschen reinschaut, naja, dieses Stanford-Buch von Manning, Raghavan, Schütze, das haben beide irgendwie dabei. Hier bei Bing auf Rang 2, bei Google auf Rang 2, auf Rang 3, auf Rang 4 und auch nochmal auf Rang 6. Das ist ein bisschen komisch. Also viermal das gleiche oder mehr oder weniger gleiche Ergebnis. In den Top 10 könnte man überlegen, ob man das vielleicht zusammenfassen möchte. Ansonsten scheint dieser Kurs hier in Stanford noch, diese Vorlesung, ganz gut zu sein. Nun sind wir nicht in Stanford, sondern in Halle. Deswegen besuchen Sie meine Vorlesung. Aber der hier scheint nicht schlecht zu sein, auch wenn man was über Information Retrieval lernen möchte. Hat Bing auch in den Ergebnissen. Ja, und irgendwo ändert sich dann ein bisschen. Hier gibt es noch das Information Retrieval Journal bei Google, bei Bing. Stattdessen Eintrag aus der Encyclopedia Britannica wahrscheinlich oder so. Also ein bisschen unterscheiden sich die Suchergebnisse, ein bisschen sind sie sich ähnlich. Die ersten zwei sind relativ ähnliche Treffer. Was ein bisschen den Unterschied zwischen beiden noch darstellt, ist, dass Google sagt, es könnte mir 15 Millionen Treffer liefern. Bing ist ein bisschen großspuriger und sagt, ich hätte 67 Millionen. Diesen wir zahlen, sollte man jetzt nicht so stark vertrauen. Am Ende kriege ich sowieso nicht 15 Millionen Treffer von Google oder 67 Millionen von Bing. Wenn man ein bisschen sich schon mal durchgeklickt hat, meistens hört es dann so nach den ersten 100 oder so Ergebnisseiten auf. Also viel mehr als 1000 Treffer kriegt man sowieso eigentlich nie von den Suchmaschinen. Wenn man manchmal noch so ein bisschen weiter paged, also so in den Ergebnissen weiter vorangeht, gehen diese Schätzungen auch tatsächlich noch ein bisschen runter, weil vielleicht die Suchmaschine am Ende irgendwann doch mal in den Index schaut und sagt, naja, die 67 Millionen, okay, habe ich mir ein bisschen verschätzt, vielleicht habe ich tatsächlich nur 10 Millionen oder so. Aber das kriegt man so ein bisschen raus, wenn man damit rumspielt. Was man jetzt bei den Suchmaschinen also erkennt, ist, es wird gerankt und
Es ist manchmal ein bisschen komisch in dem Ranking, ne? Also hier diese drei und der vierte, die im Prinzip alle aus der gleichen Ergebnis sich speisen. Das ist ein bisschen komisch. Könnte man vielleicht zusammenfassen wollen als Suchmaschine. Was man auch noch sieht, ist, jeder Treffer wird so ein bisschen angezeigt durch einen Titel, durch eine URL, auf die man sozusagen dann auf das eigentliche Ergebnis kommen könnte und so eine Art Snippet, also Kurzfassung, was dann da vielleicht steht. Wenn man sich das bei Bing anschaut, hier ist das Snippet ein bisschen verhunzt. Da steht im Prinzip Information Retrieval, Introduction to Information Retrieval das zweite Mal, dann zum dritten Mal. Das Snippet sagt mir nicht so richtig viel. Bei so einem Wikipedia-Artikel oder so ist es meistens so, dass der Anfang dann da steht als Snippet. Aber im Prinzip muss man als Suchmaschine also auch, wenn man dem Nutzer was präsentiert, noch so ein bisschen die Ergebnisse einmal ranken, aber eben auch so ein bisschen Informationen darüber geben, warum man denkt, dass es relevant wäre. Und das ist beispielsweise so ein kleiner Textauszug, der dem Nutzer sagt, warum habe ich das angezeigt. Was immer noch vorkommen wird in der Vorlesung, ist, dass solche Bemerkungsfolien kommen, in denen vielleicht nochmal so ein bisschen was erklärt wird. Manche von diesen Sachen habe ich dann einfach auf der Folie vorher schon gesagt. Ansonsten gucke ich da auch immer noch mal ganz kurz dann drüber und stelle fest, dass ich irgendwas Wichtiges vielleicht vergessen habe oder alles Wichtige gesagt habe. Hier in dem Fall könnte man noch vielleicht dazu sagen, dass in der Anfrage hier natürlich keine Operatoren benutzt wurden. Und wenn man jetzt eigentlich weiß, dass ich Information Retrieval als Phrase suche, dann könnte man bei den meisten Suchmaschinen diese Phrase in diese Quotes, Double Quotes setzen, also Hochkommas, und dann der Suchmaschine also mitteilen. Ich denke, dieses Suchergebnis oder die Suchergebnisse, die ich möchte, die sollten diese Phrase enthalten. Die meisten Suchmaschinen halten sich da noch dran. Manche versuchen natürlich auch wieder da ein bisschen schlauer zu sein als der Nutzer und zeigen einem manchmal trotzdem Treffer an, wo das, was ich in Double Quotes geschrieben habe, nicht als explizite Phrase tatsächlich so im Suchergebnis vorkommt. Suchmaschinen versuchen also ein bisschen schlauer zu sein als der eigentliche Nutzer. Interessant. Nächster Fun Fact: solche Operatoren wie solche Quotes oder auch Boolsche Operatoren oder so benutzt kaum jemand. Nur ungefähr 1% der Anfragen enthalten solche Operatoren. Gibt es eine Studie dazu, ist mittlerweile auch ein bisschen älter. Ich glaube nicht, dass sich sehr stark das verändert hat über die Jahre. Die meisten Nutzer wissen eigentlich gar nicht, dass man solche Operatoren benutzen kann. Was könnte ein weiteres Beispiel sein? Naja, man könnte fragen, angenommen, ich will von San Francisco nach Paris in Frankreich, also in die Hauptstadt von Frankreich, fliegen. Was will ich da vielleicht so machen? Und auch, ja, wie komme ich da hin? Na, ich muss irgendwie fliegen. Könnte man beispielsweise Bing fragen, ob es Flüge von San Francisco als Abkürzung nach Paris gibt. Offenbar versteht Bing das nicht so richtig. Das, was Bing hier ein bisschen verwirrt, ist wahrscheinlich diese Abkürzung SF für San Francisco, obwohl die relativ gebräuchlich ist. Zeigt mir halt Bing jetzt nicht direkt die richtigen Treffer an und versucht eher hier von Paris mir Flüge anzuzeigen. Das, was man hier sieht, ist so eine sogenannte One-Box, in der ich direkt irgendwie entweder das Ergebnis nochmal sehe, beispielsweise bei Wetteranfragen, oder in denen ich auch direkt irgendwie mit den ja, Funktionalitäten der Suchmaschine interagieren kann, indem ich hier also beispielsweise direkt nach einem Flug suche. Aber so richtig hat das hier nicht geklappt, weil ich eben nicht San Francisco hingeschrieben habe, sondern SF. Wenn man Yandex dann noch fragt, gibt es einen Hilton in Paris? Das ist jetzt eine konstruierte Frage natürlich, dann versteht Yandex das nicht so direkt, sondern zeigt mir eben Beispiele zu dieser bekannten Persönlichkeit an, außer das, was hier als Werbung dasteht. Die Werbung, die da eingeblendet wird, ist tatsächlich relevant. Alle anderen Sachen sind eigentlich nicht das, was ich meinte. Wenn ich nach Paris reisen möchte, dann will ich da vielleicht eher ein Hotel suchen. Wenn man es umdrehen würde und Hilton Paris suchen würde und nicht Paris Hilton, dann wird es aber trotzdem auch funktionieren. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie rum man die Anfrage auch schreibt und ob die Suchmaschine dann versteht, dass es vielleicht eine mehrdeutige Anfrage ist oder einfach davon ausgeht, dass 99,9% der Leute, die Paris Hilton eingeben, eben die aktuellen News zu dieser Persönlichkeit finden möchten, dann kriegt man es halt als der 0,01% Nutzer nicht richtig angezeigt. Ansonsten ist auch hier so, dass bei Yandex noch ein bisschen was eingeblendet wird in die eigentlichen organischen Suchergebnisse, also zum einen Werbung. Auch das ist ein Retrieval-Problem in sich, die passende Werbung anzuzeigen.
Hat hier Bing auch gemacht, Werbung drüber geschaltet. Und dann gibt es bei Yandex also auch noch Fotos, die dann angezeigt werden, die im Prinzip keine organischen Websuchergebnisse sind, aber eben eine andere Facette, die da nützlich sein könnte. Und sowas versuchen die meisten Suchmaschinen heutzutage direkt mit einzubauen, neben auch solchen One-Boxes, in denen man direkt mit den Suchergebnissen oder eben mit den Funktionalitäten, die einem problemlösungsmäßig helfen, also Flugbuchungen, in denen man direkt in den Suchergebnissen damit interagieren kann. Ja, dass eben so diese verschiedenen Sachen miteinander überblendet werden, das nennt man oft auch universelle Suche, also dass man eben mit einer Suchbox in allen möglichen Sachen sucht und dann eben solche verschiedenen Vertical Search Engines sozusagen angezeigt bekommt, also Fotos eingeblendet oder manchmal auch Videos eingeblendet. Das nennt man manchmal einfach universelle Suche, erwartet der Nutzer natürlich mittlerweile heute einfach. Ja, ein anderes Problem, was man vielleicht als Suche formulieren könnte, was waren denn so die Nachrichten des Tages, ist tatsächlich eigentlich gar kein richtiges Suchproblem, weil wie will man denn, außer mit, was sind denn die aktuellen News, wie will man danach suchen? Man weiß ja gar nicht, was es ist. Also man kann nicht nach Dingen suchen, die man nicht kennt, sondern man kann die eigentlich eher nur explorieren. Und das sind so die Standard-Newsfeeds, die man vielleicht so kennt, dass man irgendwie, wenn man eine News Feed aufmacht, einfach Top-Stories angezeigt bekommt und dann eben da steht, das hier waren die wichtigsten Nachrichten des Tages oder auch sowas wie so eine Twitter-Timeline oder so. Interessant, wenn man sich das hier anschaut, seit 2017 werden bei Google News keine Snippets mehr angezeigt. Eben bei dem generellen Websucher hat man darüber gesprochen, dass ja eigentlich Snippets einem helfen, festzustellen, ob irgendwas relevant ist, ob irgendwas das lohnt, dass ich da draufklicke. Bei News ist es gerade nicht so. Man könnte jetzt munkeln, dass das daran liegt, dass auch in dem Jahr 2017 ungefähr es anfing, dass in verschiedenen Ländern ja rechtlich gegen Google vorgegangen wurde von eben Nachrichtenverlagen, weil die gesagt haben, naja, wenn die jetzt noch Snippets anzeigen, dann muss ja gar keiner mehr auf unsere eigentlich geschriebenen Nachrichten gehen. Also wollen wir nicht, dass Google Snippets anzeigt. Google sagt natürlich 2017, als sie die Snippets dann nicht mehr angezeigt haben, ja, die Menschen brauchen das gar nicht, die Funktionalität bei Nachrichten. Also da kann man jetzt bei denken, was man will. Könnte irgendwie natürlich auch damit zusammenhängen, dass vielleicht Copyright-Probleme auftreten, wenn man zu lange Snippets aus Nachrichtenartikeln anzeigt. Ansonsten gibt es noch interessante Beobachtung bei solchen Nachrichten natürlich, haben Sie bestimmt auch schon gehört, dass die Leute sagen, naja, es wird alles personalisiert, also die Maschinen beobachten uns, lernen, was wir für Einstellungen haben, zeigen uns dann irgendwann nur noch Nachrichten an, die irgendwie zu uns passen, die unsere Filterbubble sozusagen entsprechen und zeigen mir eben nichts, was mich vielleicht ein bisschen intellektuell herausfordern würde im Sinne von, dass das gar nicht meinen Einstellungen entspricht, wo ich sagen würde, ah, das will ich gar nicht sehen oder so. Das ist so ein bisschen klassisches Paradoxon, dass man sagt, ja, vielleicht ist dieses Filterbubbling tatsächlich ein Problem. Da gab es mal eine Studie, in der für gerade die USA eben versucht wurde, was sieht denn jemand, der tendenziell eher liberalere Sachen sich vorher angeschaut hat und jemand, der sich konservativere Sachen angeschaut hat? Und tatsächlich hat man festgestellt, unterscheidet sich doch ein bisschen, was den Leuten angezeigt wird. Und das ist so eine der Studien, die eben dann immer herangezogen wird, die zeigen soll, dass man in solchen Filterbubbles vielleicht tatsächlich gefangen ist. Andere Studien sagen jetzt wieder, es kommt selber so ein bisschen immer nur darauf an, wie stark personalisiert wird und was für Interessen eben der konkrete Nutzer dann tatsächlich auch hat. Ja, die Studie, die war vom Wall Street Journal durchgeführt, wo man dann eben mit Facebook-Daten auch festgestellt hat, ob man jetzt eher unterschiedliche Sachen sieht, wenn man tendenziell eher liberaler oder konservativer eingestellt war. Und ja, es gab dann noch ähnliche kontroverse Studien bei Facebook spätestens, die dann eben geschaut haben und in den Timelines verschiedene Dinge anzeigt. Wenn die also eher traurige Sachen anzeigt, ist dann die Grundstimmung desjenigen, der die sieht, auch eher nicht mehr so positiv, oder wenn man jemandem viele lustige Sachen zeigt, ist die Grundstimmung positiver. Das hat deswegen so Kontroversen ausgelöst, weil man natürlich die Nutzer nicht danach gefragt hat, ob sie gern an solchen Studien teilnehmen wollen. Aber damit muss man heutzutage leben, dass bei diesen, gerade bei diesen großen Diensten, auch bei den großen Suchmaschinen, man mit jeder Anfrage, die man irgendwie stellt, natürlich an nicht nur ein, zwei Experimenten teilnimmt, sondern auf 10 oder 100 Experimenten gleichzeitig, wo dann die Suchmaschinen beispielsweise versuchen rauszukriegen, auf welche Ergebnisse man eben eher klickt, um dann so ein bisschen
das Ranking noch zu verbessern. Anderes Retrieval-Problem, wir waren ja eben schon bei so einer Art Frage, was waren denn die Nachrichten von heute? Ja, man könnte auch ganz klassisch Fragen stellen an die Suchmaschinen. Man könnte die Frage versuchen, direkt zu stellen oder, wenn man so ein bisschen faktorientiert ist, könnte man auch fragen, ich suche erstmal nach den Fakten. Und Frage, wenn ich diese Frage hier beantworten möchte, können Kängurus höher springen als das Empire State Building, dann könnte man erstmal fragen, wie hoch können denn Kängurus springen? Wenn man das Google fragt, sagt Google 30 Fuß, kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt können wir noch fragen, wie hoch ist eigentlich das Empire State Building in Fuß? Hier wurde irgendwas mit Fuß geschrieben. Dann könnte man beispielsweise Wolfram Alpha benutzen. Das ist eine Suchmaschine, die so eine Knowledge-Basis im Hintergrund hat. Sagt mir eben, okay, das Empire State Building ist 1250 Fuß hoch. Kängurus können 30 Fuß hoch springen. Könnte man ein bisschen stutzig werden und sagen, können Kängurus tatsächlich 30 Fuß hoch springen? Das sind ja fast 10 Meter. Stellt man fest, das ist vielleicht tatsächlich ein Fehler beim Interpretieren von einem YouTube-Video von Google, da hat jemand 30 Fuß hoch geschrieben, meint aber 30 Fuß weit. Eigentlich springen Kängurus nur 6 Fuß hoch. Wenn man es ein bisschen anders formuliert, dann kriegt man ein anderes Feature-Snippet angezeigt, in dem dann tatsächlich 6 Fuß steht. Es ist also ein schwieriges Problem, aber gleichzeitig, wenn man zurückblättert, warum sollte jetzt ein YouTube-Video die beste Quelle sein, um mir zu sagen, dass Kängurus 30 Fuß hoch springen? Okay, also sowas wie 6 oder 30 Fuß, beides ist viel weniger als das Empire State Building hoch ist. Könnte man jetzt die Frage, wenn man faktenorientiert vorgehen will, versuchen zu beantworten, aber Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, das ist natürlich eigentlich eine Scherzfrage. Die ist jetzt nicht so gemeint, dass man nach Fakten sucht, sondern man würde sie vielleicht einfach mal direkt stellen und dann könnte man sie mal an DuckDuckGo stellen. Wenn man hier so ein bisschen genauer reinguckt, stellt man fest, okay, die Scherzfrage wurde direkt im zweiten Ergebnis von DuckDuckGo als solche entlarvt. Das Empire State Building kann ja gar nicht springen, also können natürlich Kängurus höher springen als das Empire State Building, weil das gar nicht springt. Gut, aber im Prinzip, egal ob man nach Fakten sucht oder ob man die Frage stellt, was man so ein bisschen immer im Hintergrund haben muss, ist ein gesunder Menschenverstand, der einem noch hilft zu verstehen, dass beispielsweise 30 Fuß vielleicht doch nicht die Sprunghöhe eines Kängurus ist. Und dass vielleicht ein YouTube-Video auch nicht unbedingt die beste Quelle für so einen Fakt ist, wie hoch Kängurus springen, sondern vielleicht eher sowas wie National Geographic oder so als verlässlichere Quelle. Also auch da sollte man immer direkt drauf schauen bei diesen Featured Snippets oder so, wie auch immer die Suchmaschinen das nennen, Google nennt es Featured Snippets. Was ist eigentlich die Quelle gewesen und wird die vielleicht noch irgendwo anders bestätigt? Also wenn man Fakten sucht, sucht man immer in so einer Knowledge-Basis. Wikidata ist so eine der bekanntesten offenen Knowledge-Basen. Google benutzt einen eigenen Knowledge-Graphen im Hintergrund. Aber im Prinzip ist es schwieriger eben zu interpretieren, welche Datenbasis ist jetzt die verlässliche. Und genau das hat man jetzt hier in dem Beispiel gesehen, wo es erstmal nur um den Fakt ging, wie hoch springt denn das Känguru. Wolfram Alpha ist eine ganz gute Suchmaschine, die man immer benutzen könnte, wenn man irgendwie so einfache Fakten oder Berechnungen lösen will, also auch sehr komplizierte mathematische Berechnungen kann man mit Wolfram Alpha mal eben schnell machen, wenn man nur einen Browser beispielsweise zur Verfügung hat. Man kann sehr schnell mal Funktionen plotten oder so, auch das ist nicht schlecht. DuckDuckGo eben als eine Suchmaschine, die mittlerweile auch immer mehr Nutzer gewinnt, weil sie einfach sagen, im Gegensatz zu den großen Suchmaschinen legen wir keine Nutzerprofile an, in dem Sinne, dass wir uns nicht merken, welche Anfragen jemand speziell gestellt hat. Natürlich merken die sich so ein bisschen, welche Anfragen mit welchen Klicks verbunden sind, um eben zu wissen, was die Nutzer relevant finden oder nicht, aber sie merken sich kein personalisiertes Profil. Und viele, denen eben Privatsphäre wichtig ist, die eben kein großes Profil bei Google oder sowas mehr haben wollen, wechseln zu DuckDuckGo und ja, sind damit wohl zum großen Teil auch ganz zufrieden. Kommt also ein bisschen drauf an, was das eigentliche Informationsbedürfnis natürlich ist. Man sollte so ein bisschen vielleicht alle Suchmaschinen so am Start haben und sagen, naja, wenn es DuckDuckGo nicht kann, dann benutze ich vielleicht doch eine andere. Aber wenn man so ein bisschen Privatsphäre-Affinität sozusagen hat und sagt, ich will eigentlich gar nicht, dass Google alles weiß, wonach ich suche, könnte man DuckDuckGo benutzen. Im Hintergrund wird natürlich bei DuckDuckGo auch Bing benutzt, aber DuckDuckGo hat noch vor so langer Zeit mit Microsoft einen entsprechenden Vertrag geschlossen, dass die nicht die eigentlichen Nutzerdaten an Bing weitergeben müssen, also welcher konkrete Nutzer jetzt welche Anfrage gestellt hat. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel bei Ecosia oder anderen Suchmaschinen, die auf Bing oder Google aufbauen, die reichen und müssen das eigentlich immer die eigentlichen Nutzer-IDs noch mit an die großen Suchmaschinen durch. DuckDuckGo muss das nicht machen.
Das Wichtige, die wichtige Beobachtung, die man hier gemacht hat, so wie Common Sense, also gesunder Menschenverstand, ist nicht unbedingt das, was man bei allen Suchmaschinen erwarten kann, eigentlich bei keiner. Wenn man beispielsweise fragt, wie viele Beine hat ein Fisch, dann sagt einem Google 4. Kann mittlerweile wieder anders sein, aber man findet viele Anfragen, viele solche lustigen Beispiele, wo eben die Quelle, die dann tatsächlich für so ein Featured-Snippet herangezogen wird, auch hier beispielsweise wieder ein YouTube-Video war. Und vielleicht nicht die verlässlichste Quelle ist. Also auch da sollte man immer direkt diese Featured Snippets, diese direkten Antworten hinterfragen. Manche Sachen kann man natürlich auch gar nicht direkt beantworten, wenn man so ein bisschen mehr argumentative Antworten oder sowas sucht. Da wird es wahrscheinlich gar kein Featured Snippet geben. Also sowas wie, sind Plastikflaschen gut oder schlecht? Da kann man wahrscheinlich nicht direkt irgendwie in so einer Featured Snippet Box die Antwort erwarten. Aber wie gesagt, selbst wenn da eine Antwort steht, kritisch hinterfragen. Ist der Schlüssel. Machen Sie wahrscheinlich jeden Tag sowieso. Beim Wetterbericht wahrscheinlich nicht so. Da vertraut man der Suchmaschine der Wahl wahrscheinlich schon, dass die das einigermaßen gut hinkriegen. Aber bei sowas wie hat ein Fisch vier Beine? Oder wie viele Beine hat ein Fisch? Und dann kommt die Antwort vier. Da fragt man sich, warum. Was könnte man noch machen mit Retrieval-Systemen? Naja, man will vielleicht einen Zaun bauen und fragt, wie geht denn das? Man sucht also Tutorials, how to build a fence. Hier haben wir mal Chat-Noir benutzt, unsere Suchmaschine. Da findet man auch tatsächlich Webseiten, die einem zeigen, wie man Zäune baut. Der interessante Aspekt hier, worauf man vielleicht nochmal hinweisen könnte, im Gegensatz zu der Information Retrieval-Anfrage bei Google, was wir bei Chat-Noir machen, ist, wir fassen das gleich zusammen und sagen, okay, von der Domäne habe ich noch ein Ergebnis, aber das mache ich so in diesem untergeordneten Schema, sodass ich jetzt nicht auf Rang 7 beispielsweise nochmal eins von derselben Domäne anzeige. Wenn Sie sich erinnern, bei dem Google-Beispiel Information Retrieval, da war ja das Information Retrieval-Buch aus Stanford auf 4 Rängen vertreten. Wir fassen es einfach hier so zusammen und sagen, okay, das habe ich nochmal in einer anderen Variante. Wenn man Tutorials sucht, würde man aber vielleicht auch heutzutage zu irgendwelchen Videoplattformen übergehen und sagen, ich möchte wissen, wie man einen Zaun baut. Zeig mir Videos dazu. Statt dass ich mir das durchlese. Ich will einfach jemanden dabei beobachten, wie er es macht und dann selber nachvollziehen können. Chat-Noir ist so die einzige Suchmaschine, die im Prinzip aus Forschungsgedanken, aber auf Größenordnung skaliert funktioniert und zwar in Sekundenbruchteilen antwortet. Und ja, das, was man für Tutorials heutzutage oft hat, sind tatsächlich Videos, hatte ich, glaube ich, eben schon gesagt. Ein anderes Problem, was man vielleicht noch hat, ist so ein bisschen so eine Hintergrundrecherche. Wenn Sie ein Essay zu Videoüberwachung schreiben sollten, wie würden Sie da vorgehen? Naja, man könnte versuchen, Google zu fragen, Videoüberwachung. Kriegt man ein Ergebnis von Wikipedia, ist vielleicht okay. Alles andere ist eher shopping-orientiert, ne? Also da kann ich mir irgendwelche Videoüberwachungen kaufen. Google versteht also nicht dieses vage Informationsbedürfnis Videoüberwachung als ich möchte dann Essay schreiben, sondern unterstellt mir eher, dass ich erstmal Dinge kaufen möchte. Spezialisiertere Suchmaschinen wie etwa ARX, das auch im Webesverbund Paderborn, Weimar, Leipzig, Halle entwickelt wird und auch weiterentwickelt wird, wäre eine Suchmaschine, die mir Argumente liefert und sagt, okay, was sind denn Argumente gegen Videoüberwachung oder für Videoüberwachung, also Pro- und Kontra-Argumente? Und jetzt könnte ich versuchen, mir diese Argumente so ein bisschen anzuschauen und daraus mein Essay zu bauen. Ist aber eben eine spezialisiertere Suchmaschine für eben genau den Anwendungsfall der Argumentsuche. Auch oft gesehen, gegeben ein Beispielbild, ich suche ähnliche oder vielleicht ein größeres Format oder so. Wie macht man das? Ja, bei manchen Suchmaschinen kann man das einfach in die Suchbox ziehen. Also dieses Bild hier, Drag-and-Drop-mäßig, beispielsweise bei Google Image-Suche, in die Suchbox ziehen und dann findet man ähnliche Bilder, kann sich alle Größen davon anzeigen oder eben visuell ähnliche Bilder. Irgendwie scheint da immer das Empire State Building drauf zu sein. Also so ein Beispiel für More Like This-Suchen. Was man auch machen könnte, ist, gegeben ein Text, finde ähnliche, kann man auf zwei Arten interpretieren. Einmal, ich möchte Texte finden, die Textstellen, beispielsweise aus diesem Wikipedia-Artikel, wiederverwenden oder vielleicht plagiieren. Da denkt man immer sofort an irgendwelche Dissertationen von deutschen Politikern. Meint man hier vielleicht gar nicht unbedingt, aber Textwiederverwendung könnte eine Art sein, wie ich sage, okay, dieser Text hier finde ähnliche.
Und dann finde ich halt in so einer Gegenüberstellung andere Artikel, die auch aus diesem Mars-Artikel von Wikipedia Dinge kopieren. Beispielsweise ein Wikipedia-Artikel zur Geografie des Mars. Natürlich ganz nett, wenn der Dinge kopiert. Ein Problem bei der Wikipedia ist, dass das natürlich nicht Single Source ist, sondern Redundanzen. Also jeder Artikel neu geschrieben wird, Redundanzen beinhaltet. Und deswegen, wenn ich jetzt in dem Mars-Artikel entsprechende Textstelle ändere, dass sich nicht automatisch in diesen Geografie des Mars-Artikels auch übersetzt. Da könnte man drüber nachdenken, ob nicht das, was Informatiker wissen, also dass Redundanzen meistens nicht so gut sind, dass hier auch quasi Single Source sein könnte und dass ich sage, ich baue mir die Wikipedia-Artikel aus vielleicht Textbausteinen zusammen, die dann in 3, 4, 5 Artikeln herangezogen werden. Das könnte eine Art sein, wie man sowas meint, gegeben einen Text, finde ähnliche. Eine andere Art könnte sein, zu sagen, okay, ich habe hier so ein Dokument, beispielsweise eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Ich möchte verwandte Artikel finden. Da könnte man beispielsweise Google Scholar oder andere wissenschaftliche Suchmaschinen wie Semantic Scholar oder so benutzen und sagen, ich klicke mal hier auf sowas wie Related Articles und lass mir alle verwandten Artikel anzeigen, die ein ähnliches Thema behandeln. Oder die von dem zitiert werden oder so. Da gibt es dann diese zitierten Sachen. Oder die den zitieren. Das sind die Cited By-Geschichten. Also auch da könnte man sowas wie More Like This, Related Articles, eine klassische More Like This-Anwendung im Bereich von Google Scholar etwa. Das ist dieses More Like This mit einem Beispiel zu suchen, eine gute Variante, wenn der Nutzer gar nicht ausdrücken kann, wirklich mit einer kurzen Schlüsselwortbasierten Anfrage, was er eigentlich sucht, sondern wenn er sagen kann, hier ist ein Beispiel, das suche ich nochmal. Dann möchte man das vielleicht auf Suchmaschinenseite eben auch als Funktionalität bereitstellen. Noch ein Beispiel, was man machen könnte, ein letztes Beispiel, man möchte schreiben und vielleicht zwar in einer Sprache, die nicht die eigene Muttersprache ist, also sowas wie in meinem Fall Englisch. How to und dann so ein Platzhalter könnte wie so ein regulärer Ausdruck vielleicht gelesen werden. How to this und man möchte irgendwie an dieser Stelle, wo das Fragezeichen steht, die gebräuchlichste Formulierung finden. Wenn man das bei Google versucht mit so einer Art Wildcard-Operator, das kriegt Google nicht so richtig gut hin. Versteht nicht, dass ich mit diesem Asterisk hier im Prinzip meine, da kann irgendwas stehen, sagt mir, was dahin soll. Also so diese reguläre Ausdruckinterpretation funktioniert da bei Google nicht. Es werden mir irgendwie Treffer angezeigt, die How to This enthalten. Dafür haben wir auch eine Suchmaschine gebaut, eine spezielle Suchmaschine, die eben nur das kann, die in Formulierungen sucht und dann eben anzeigt für dieses Fragezeichen, was ist denn die gebräuchlichste Ersetzung an der Stelle? Also was würde an der Stelle am häufigsten stehen? Use, do oder cite. Was man hier noch sieht, sind so Prozente, die einem eben sagen, okay, ist das eine absolute Mehrheit, schreiben eigentlich alle das hier oder eben nicht. Ist ganz nützlich, wenn man beispielsweise im Englischen unsicher ist, welche Präposition nach einem Verb kommt oder es gibt noch andere Operatoren, die beispielsweise helfen, die Reihenfolge von Wörtern zu erkennen, also diese geschweiften Klammern etwa, oder die sagen, die helfen zu sagen, welches Synonym am gebräuchlichsten wäre, wenn ich sowas wie and knows much sagen will. Hat man vielleicht schon ein bisschen Sprachgefühl, das Gefühl, also richtig passt das nicht, könnte man fragen, was man da benutzen kann. Dahinter liegt aber jetzt eben nicht ein großer Korpus von Webdokumenten, sondern ein vorverarbeiteter Korpus, in dem die Häufigkeit von Phrasen in Webdokumenten abgespeichert sind und in dem man eben mit solchen, ja, regulären Ausdrücken suchen kann. Das wäre wieder eine spezifische Suchmaschine, kleiner Werbeblock sozusagen zum Ende. Der Beispiele, die auch im Webis-Verbund entwickelt wurde, NetSpeak als Suchmaschine. Ja, ansonsten waren das die einführenden Beispiele. Im nächsten Screencast kommen wir dann zur eigentlichen Terminologie im Bereich des Information Retrieval und wie sich das von anderen Dingen abgrenzt, also von anderen Gebieten, wo man vielleicht auch Ergebnisse anzeigt. Und dann schließlich zum Schluss noch zur Historie des Retrievals. Danke erstmal.